Robin TV Grün ist zurück. Ja, ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr euch auch. Das ist so, ja, man kann schon sagen, ein kleiner Relaunch. Also der Kanal, der war jetzt viele Monate leider still. Nicht nur viele Monate, ich glaube sehr viele Monate. Aber es war immer klar, Robin TV Grün ist ein absolut wichtiger Kanal für mich. Falls ihr euch jetzt fragt, hey, was, wie, wo kommt der her, was macht der eigentlich? Ich bin eigentlich mehr bekannt von dem Kanal Robin TV Blau. Da geht es ums Thema Elektromobilität und neue Mobilität. Und hier auf Robin TV Grün eben will ich das Thema Nachhaltigkeit genauer beleuchten. Und jetzt kommen wieder Videos. Also jetzt nicht regelmäßig wöchentlich, aber ja, doch in gewissen regelmäßigen Abständen kommen jetzt hier Videos auf dem Kanal. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann unbedingt rechts unten den Kanal kostenlos abonnieren. Dann gebt ihr uns auch das Signal, hier soll mehr kommen. Also bitte motivieren. Und in diesem Video möchte ich jetzt erstmal eine neue Serie sozusagen aufmachen. Und zwar die Serie, wie kann man eigentlich ohne, sage ich jetzt mal, zum absoluten krassesten Öko zu werden, nachhaltiger leben. Ja? Also auf sympathische, positive, motivierende Art und Weise, ohne auf ganz viele Dinge verzichten zu müssen, trotzdem Nachhaltigkeit leben. Und ich gebe euch jetzt in diesem Video hier mal einen Überblick über die ganzen Themengebiete, die man ja im Prinzip ja, nachhaltig abdecken kann. Also im Prinzip so alle wichtigen Dinge im Leben eigentlich. Und dann möchte ich euch mal so ein bisschen so einen Stand geben, wo ich gerade stehe. Und möchte auch so ein bisschen sagen, wo ich noch keine Erfolge bisher hatte. Weil das möchte ich gleich vorweg sagen. Das ist hier nicht mit Zeigefinger so, oh, ihr müsst jetzt nachhaltig und bio-öko-tralala sein. Ja? Das könnt ihr alle für euch entscheiden, wenn ihr jetzt zuschaut. Ich möchte euch einfach Tipps mit auf den Weg geben. Ich möchte euch meine Erfahrung teilen und möchte euch sagen, was auch für mich nicht funktioniert hat. Weil ganz ehrlich, alle nachhaltigen Bio-Öko-Sachen sind auch nicht immer das Beste. Das bin ich ganz ehrlich und möchte niemanden missionieren, sondern motivieren. Also, los geht's. Ich gehe jetzt also mit euch verschiedene Bereiche durch, mache das jetzt auch so ein bisschen nach meinen persönlichen Lebensweg oder Prioritäten, die ich jetzt so hatte. Das heißt jetzt nicht, dass das eine jetzt so viel wichtiger ist und das andere weniger wichtig ist. Irgendwo muss man anfangen. Und bestimmt habe ich auch das eine oder andere vergessen. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte euch jetzt schon bitten, bei allen Punkten, die ich hier nenne, oder bei Punkten, die ich nicht nenne, schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, zu was ihr mehr sehen und hören wollt. Ich gebe euch gerne zu allen Punkten ganz ausführliche Infos und mache da einzelne Videos nochmal dazu. Das ist jetzt erstmal so die Übersicht und dann kann ich diese einzelnen Punkte noch in einzelnen Videos genauer beleuchten. Und gebt mir auch Hinweise in den Kommentaren, was euch vielleicht noch fehlt, was ihr unbedingt noch sehen und hören wollt. Kommen wir mal zum ersten ganz wichtigen Bereich, der Bereich Lebensmittel. Essen. Da kann ich euch sagen, ich bin im Prinzip als Kind in einem ganz kleinen Dorf fast sozusagen auf dem Bauernhof aufgewachsen, überspitzt es ein bisschen, aber das war schon so 1200 Einwohner und da habe ich in meiner Familie im Prinzip immer das ganze Thema regional biologisch einkaufen gelebt, also nicht ich, sondern meine Eltern, da wurde es so an mich weitergegeben. Als ich dann abgehauen bin in Richtung Studium und Arbeit, habe ich, um es mal ein bisschen drastisch auszudrücken, ganz schön viel Scheiß gegessen, ja, also wirklich so Fast Food und viel Tiefkühlzeug und so. Also ich bin selber leider nicht so der leidenschaftliche Koch, das kann ich an der Stelle so sagen. Ich koche auch jetzt immer mal wieder, aber irgendwie ist Kochen leider nicht ganz so mein Ding. Ich liebe aber und ich schätze es sehr, richtig gutes Essen zu essen. Also das darf man nicht miteinander vermischen. Und deswegen habe ich dann angefangen vor ungefähr, ja, so ungefähr 6 Jahren dann wirklich komplett, also viele Jahre zuvor schon mal teilweise, aber seit 6 Jahren kann ich sagen, kaufe ich nur noch Bio-Lebensmittel. Was heißt das eigentlich Bio? Naja, das ist dieses Bio-Siegel. Ich sag's jetzt mal, ihr müsst bei mir gleich wissen, ich sage manche Dinge vielleicht ein bisschen überspitzt, ein bisschen drastisch, aber das heißt ja nicht, dass, dass ihr immer genau alles so wortwörtlich nehmen müsst. Aber ich möchte es ein bisschen klarer darstellen. Für mich ist, wenn Bio draufsteht, dass die absolute Mindestgrenze. Das ist meine persönliche Einschätzung. Alles, was unterhalb von Bio ist, ist, ja, sage ich mal, gequältes oder Tierleid, ja, und nicht gut für die Umwelt und für die Natur. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, nicht gut für unseren Körper, weil du bist, was du isst. Und wenn man Gutes isst, fühlt man sich auch besser und hat viel Energie. Ihr fragt euch vielleicht, was ist mit dem Typen los? Wieso ist der so, so drauf? Nein, ich nehme keine Drogen. Ich trinke vielleicht mal, ich habe heute Morgen Kaffee getrunken, aber das ist schon viele Stunden her. Ich bin einfach irgendwie
ich fühle mich gut in meinem Körper. Ich esse sehr, sehr gutes Essen, sehr hochwertiges Essen und irgendwie macht das was mit einem. Also zumindest bin ich der Überzeugung. Vielleicht seht ihr es ja anders. Und noch besser, deswegen sage ich, Bio ist wirklich so die Basis, ist aus meiner Sicht Demeter. Nicht nur aus meiner Sicht, Demeter ist ein geiles Siegel. Deswegen das einfach mal so mitnehmen und einfach mal so annehmen und nicht gleich versuchen, das alles so zu bewerten. Und vor allem regionales Essen ist wichtig. Das heißt nicht nur sagen, oh, alles Bio. Dann kommt es aber von Bio-Erdbeeren einmal um die halbe, eine Bio-Avocado einmal über einen halben Erdball. Wahrscheinlich noch mit einem bösen Containerschiff oder sonst was. Oder sogar noch mit einem Flugzeug, wer weiß es. Und dann noch mit viel Wasserverbrauch. Also Regionalität ist mindestens genauso wichtig, wie darauf zu achten, dass es eben biologisch ist. Und Demeter, da bin ich ganz großer Fan. Wie gesagt, das ist jetzt nur mal ein Themenbereich. Ich schneide jetzt verschiedene Bereiche an, gehe auch nicht so tief und dann sagt ihr mir, zu welchen Bereichen, zu welchen Themen ihr mehr hören und sehen wollt. Wir gehen in den nächsten Bereich und zwar Bereich Energie. Natürlich ist es ganz wichtig, wo kommt unser Strom her, wo kommt unser Gas her? Das sind so die zwei wichtigsten Themen, sage ich jetzt mal. Und Ökostrom habe ich schon seit über 10 Jahren. Das kann ich auch jedem nur sagen, der jetzt zuschaut und jedem nur empfehlen, der zusieht, wenn ihr noch keinen Ökostromanbieter habt. Also ganz ehrlich, die Unterschiede vom Preis her sind lächerlich. Natürlich kann man auch teure Ökostromanbieter kaufen. Wenn es jetzt wirklich um den Preis geht, dann kann man durch gute Ökostrompreisvergleiche wirklich einen super anständigen, normalen Tarif sich holen. Das kostet nicht viel, so ein Wechsel ist ganz einfach. Macht ihr einmal und habt gleich schon wirklich was ganz Gutes, Wichtiges getan. Dann gibt es noch das Thema Ökogas. Und das habe ich erst seit ca. 3 Jahren. Ich wusste davor auch gar nichts von Ökogas. Was soll denn Ökogas sein? Und da habe ich einen Anbieter genommen. Ich gehe jetzt hier auch nicht so auf Anbieter ein. Das würde ich dann in einzelnen Videos genauer machen. Der, kann ich an der Stelle jetzt mal sagen, Greenpeace hat Windgas. Dachte ich, geil, Windgas. Und dann haben sie gesagt, ey, ist Gas sozusagen aus Windenergie, überschüssige Windenergie wird in Gas verwandelt oder in dem Fall in Wasserstoff und dann sozusagen ins Gasnetz mit eingeführt. Und dadurch habt ihr jetzt praktisch grünes Gas. Und dann bin ich aber erst später drauf gestoßen, als ich mit einem Kollegen geredet habe, dass das ja nur ein kleiner Prozentsatz ist. Und das, naja, da bin ich nicht ganz so zufrieden, da werde ich vielleicht auch nochmal wechseln. Da gibt es nämlich einen anderen Anbieter, gibt es bestimmt auch andere, aber ich weiß jetzt von Naturstrom, die das Thema 100%iges Biogas wirklich sehr, sehr gut machen sollen. Deswegen sage ich ganz bewusst sollen. Bei Greenpeace Energy, Windgas, sagt ihr auch immer so, ah, ist bestimmt alles super. Und das ist jetzt auch nicht schlecht, versteht mich nicht falsch. Aber es ist nicht in der Konsequenz, wie ich mir das eigentlich so gedacht hätte und wie es mir so ein bisschen versprochen wurde. Also man muss immer noch ein bisschen tiefer schauen. Oder wenn ihr wollt, gebe ich euch in Zukunft auch noch ein paar Tipps und Hilfen mit auf den Weg. Weil da müssen wir nicht alle die Arbeit 5-mal und 10-mal machen. So, kommen wir zu dem nächsten wichtigen Bereich, der Bereich Mobilität. Also von A nach B unterwegs sein. Das sind natürlich so Geschichten wie, hey, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist, dann ist das ganz schön ein hoher CO2-Verbrauch. Da kann man einfach durch Kompensationsplattformen, das mache ich dann, wenn wir mal fliegen oder wenn ich privat mal fliege, also entweder hier beruflich oder privat, über zum Beispiel atmosphere.de und da gibt es andere Anbieter, sucht da einfach nach CO2-Kompensation, da kann man praktisch den Flug noch kompensieren. Es bieten übrigens auch Fluglinien teilweise ein, da würde ich aber ganz vorsichtig sein, weil die Fluglinien sagen dann, ey, und auch für 3 € kannst du den Flug noch kompensieren. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also sorry, klingt gut, möchte man gut finden wollen. Aber funktioniert nicht. Also für 3 € bekommt ihr keinen Flug ausgeglichen. Also das läuft dann schon in der Regel so in Richtung, je nachdem wie viel ihr fliegt, so 50 bis 200 € kann das auch mal beim größeren Flug sein. Aber es sind jetzt auch keine Unmengen. Aber dann bekommt man auch mal ein ganz gutes Gespür dafür, was man eigentlich für einen CO2-Schaden anrichtet sozusagen durch seinen Flug. Am besten ist es, Bahn zu fahren. Die Deutsche Bahn fährt mit 100% Ökostrom. Das ist schon mal super. Aber was ist jetzt mit dem Thema individuelle Mobilität, sprich Autos? Da gehe ich hier am besten gar nicht näher drauf ein, weil da habe ich einen ganzen Kanal zu diesem Thema im Prinzip Elektromobilität, Elektroautos. Da schaut ihr einfach bei Robin TV Blau rein. Da berichte ich umfassend. Wenn ihr also auf ein Elektroauto umstellen wollt, und das kann ich nur empfehlen, weil es lohnt sich nicht nur, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht und weil es auch wirtschaftlich gesehen von der Gesamtbetrachtung inzwischen sogar in den meisten Fällen günstiger ist, sondern natürlich auch für die Umwelt. Also ganz tolles Thema, leidenschaftliches Thema von mir, gibt es auf dem Hauptkanal sozusagen noch.
Bestimmt wird der grüne Kanal noch viel, viel größer als der Elektromobilitätskanal. Und dann weiß ich gar nicht mehr, welcher der Hauptkanal ist. Egal, gibt es auf jeden Fall auf dem Kanal Robin TV blau. So, das Thema Kleidung. Zum Beispiel habe ich jetzt hier einen Pullover an und auch darunter ein T-Shirt von einer nachhaltigen Modemarke. Ich muss sogar, heute kann ich ganz stolz sagen, trage ich sogar ein komplett nachhaltiges Outfit. Ich habe sogar nachhaltige Socken an und eine nachhaltige Unterhose. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen intimer, aber kann man doch auch mal sagen. Angefangen hat es bei mir aber vor 5 Jahren, also ganz, ganz vorsichtig sein. Bitte jetzt nicht denken, oh Gottes Willen, oh, ist ja schon nachhaltig und krass und sowas. Aber hey, das ist ein Prozess, das kann ich euch gleich sagen. Das dauert eine ganze Weile, bis man, und das ist auch schön, ja. Kann man ja Stück für, muss ich ja nicht so einen Stress machen, Stück für Stück für Stück nachhaltiger werden. So, und ich habe angefangen mit T-Shirts, Pullover und Hosen. Das war so der erste Bereich, wie gesagt habe, na, das ist ja auch so das Offensichtlichste. Mir war es auch wichtig, das Thema nach außen zu tragen, auch darauf angesprochen zu werden im besten Fall. Dass Leute sagen so, hey, cool, cooles Outfit, wo hast du das her? Und dann sage ich mal, ja, ist nachhaltig und so. Also es war mir auch wichtig. Und dann bin ich Stück für Stück da weitergezogen. Und inzwischen bin ich sogar bei Anzug angekommen. Ich habe vor circa 2 Jahren mir einen nachhaltigen Anzug gekauft. Das war ein ganz schönes Theater, das kann ich euch sagen. Also ein wirklich schicker, nachhaltiger Anzug, nicht so einfach. Und bin inzwischen beim Thema Socken und Unterhosen angekommen. Unterhosen ist es gerade seit ein paar Wochen erst passiert. Da habe ich mir jetzt wirklich meine Unterhosen wechsle ich jetzt auf nachhaltige Unterhosen. Ja, klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber und vor allem habe ich eben, das ist so ein langer Prozess, ja, die alten Klamotten, die eben noch konventionell, also nicht nachhaltig sind, ja nicht einfach weggeschmissen oder weggegeben. Jetzt hätte man sagen können, ja, gib die doch alle weg und trag nur noch nachhaltig. Ja, ist das jetzt so viel besser? Dann trägt es jemand anders, kann ich sie auch bis zum Ende tragen und dann Stück für Stück, wenn ich trage die Sachen wirklich oft so lange, bis da mehrere Löcher drin sind oder mir von netten Menschen in meiner Umgebung hier, liebe Grüße an meinen Producer Max an der Stelle, dann, der sitzt hier gerade neben mir so, gesagt wird, es wäre jetzt schon gut, wenn du dieses Kleidungsstück jetzt so langsam mal ausmusterst, Robin. Da bin ich ziemlich gnadenlos und trage die Dinge eigentlich so grob, bis man es wirklich nicht mehr vertreten kann. Und das mache ich auch gnadenlos weiterhin so. Aber inzwischen bin ich, ich würde schon sagen, mein Kleiderschrank ist schon zu 80% nachhaltig inzwischen. Aber wie gesagt, 5 Jahre und schon ambitioniert. Also das kann auch noch mal länger dauern, ist nicht das Schlimmste. Wichtig ist ja nur, dass man mal irgendwo anfängt und nicht, dass man sofort alles umstellt. Ich will euch jetzt nicht überfordern. So, wir kommen zu einem nächsten super spannenden Thema und damit will ich euch auch ein bisschen inspirieren, was man eigentlich alles machen kann heute. Das ist das Thema Banken. Sagt ihr, wie, was eine Bank? Die sind doch alle Schurken? Nein, also die meisten schon. Nein, ich mache nur Spaß. Aber die Banken, das müsst ihr euch ganz grob so vorstellen, habe ich übrigens schon ganz viele Videos hier auf dem Kanal. Da haben wir eine ganz lange Zeit mit dem wirklich großartigen Portal nachhaltig-investieren.com und der 100% Erneuerbaren Stiftung zusammengearbeitet. Und schaut da mal ruhig in die Vergangenheit, auf die vergangenen Videos, da haben wir ganz viel schon gemacht. Das Thema nachhaltiges Geld ist halt so eine Sache, ganz grob gesagt, wenn ihr zum Beispiel bei der Bank euer Geld da ja einfach nur liegen habt, zum Beispiel jetzt auf dem Girokonto, auch dieses Geld, mit dem wird ja gearbeitet. Ist ja nicht so, dass ihr da irgendwie euer Geld hinlegt. Sagen wir jetzt einfach mal als Beispiel, legt 5.000 Euro, habt ihr auf eurem Konto auf der Bank. So, dann sagt die Bank ja nicht, ach schön, 5.000 Euro, das ist ja nett, sondern die nimmt das Geld und arbeitet mit dem Geld. Ja, mag für manche komisch wirken, aber das ist das Prinzip einer Bank. So, und mit diesem ganzen Geld von allen Kunden wird dann gearbeitet. Was wird mit dem gemacht? Es wird halt eben auch investiert. Und die Bank investiert das praktisch im Hintergrund in verschiedene Bereiche. Und wenn ihr bei einer nachhaltigen Bank seid, dann werden bestimmte Bereiche ausgeschlossen. Das heißt, eigentlich sagt ihr jetzt nicht, oh, es wird alles nur toll öko und grün, sondern ihr sagt eigentlich nur, alles Umweltschädliche, Kinderarbeit, Waffen, Umweltzerstörung, Rohstoffverschwendung, auch Kohlekraft, Atomkraft etc. Da gibt es ganze Kataloge, das mache ich euch gerne auch nochmal, wie gesagt, in extra Videos, habe aber schon viele Videos dazu gemacht hier auf dem Kanal. Und da wird das dann eben ausgeschlossen. Das heißt, diese nachhaltigen Banken, da gibt es auch mehrere von denen, haben so sogenannte Nachhaltigkeitskriterien. Und das ist wirklich großartig. Es gibt nichts Wichtigeres aus meiner Sicht, als das Geld an die richtige Stelle zu bringen. Es gibt doch diesen Satz, den kennt ihr bestimmt, Geld regiert die Welt. So, und jetzt stellt euch mal vor, wir nehmen den jetzt mal ganz ernst und sagen, naja, aber das heißt ja auch regieren, das klingt jetzt immer so negativ, wir können ja auch die Welt ins Positive regieren.
Ja, wenn wir alle unser ganzes Geld in die richtige Richtung schieben, dann plötzlich verändert sich die Welt zum Besseren. Ja, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber eigentlich ist es so. Also zum Beispiel hier die Firma, die Robin TV GmbH, über die der ganze Bums hier läuft, läuft zum Beispiel über die GLS Bank. Eine ganz tolle, nachhaltige Bank. Mag ich sehr, ist mir jetzt aber so von der Oberfläche ein bisschen zu langweilig. Ja? Ich mag es natürlich total cool per App und so und modern und ganz easy über Smartphone. Das geht natürlich alles bei der GLS Bank wunderbar, aber noch geiler, und deswegen habe ich mein Privatkonto, ist es mit der Tomorrow Bank. Muss ich ganz ehrlich sagen, Tomorrow Bank, großartig. Kann ich an der Stelle bedingungslos empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nein, ich kriege von keiner von diesen Banken oder von gar niemanden, in dem ich in dem Video hier erwähne, irgendwie Geld oder sonst was. Das mache ich alles aus persönlicher Überzeugung. Und da schaut ihr einfach mal vorbei. Aber es gibt tolle andere Banken. Es gibt die Umweltbank, es gibt die Ethikbank, es gibt die Triodos Bank. Und bestimmt habe ich jetzt noch ein paar vergessen. Da gibt es auch tolle Listen online. Und wie gesagt, wenn ihr mir sagt, ey, geiles Thema, dann werde ich das auch noch mal in einem weiteren Video näher beleuchten. Auch noch mal verschiedene Banken vorstellen und in die Tiefe gehen. So, wir kommen zum nächsten Thema, das damit verknüpft ist. Versicherungen. Im Prinzip muss ich da jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil das ist grob ähnlich. Auch die Versicherung, Versicherungsbeitrag, ihr kennt es. Ihr habt eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ihr habt eine private Haftpflichtversicherung, ihr habt eine Autoversicherung, ihr habt eine Hausratversicherung, ihr habt eine Tierversicherung. Es gibt ja, naja, also ob man das alles braucht, ist eine andere Sache. Aber manche Versicherungen, die braucht man einfach, um die kommt man auch nicht drum herum. Wenn man ein Auto hat, braucht man eine Versicherung, ist so. Ja? Und eine private Haftpflicht, ganz ehrlich, die braucht ihr auf jeden Fall. Und da gibt es tatsächlich nachhaltige Versicherungen. Und das, denke ich mir, würde ich mir in Zukunft noch mal mehr anschauen, was interessiert mich sehr. Und da ist dann das Gleiche wie bei der Bank. Da wird dann das Geld auch von den Versicherungsbeiträgen, von der Versicherung wieder angelegt. Und dann eben werden ganz klare Kriterien angelegt. Und dann wird das eben nicht in dreckige und unsoziale oder asoziale, muss man eigentlich sagen, Projekte investiert. So, und dann kommen wir noch zum dritten Bereich, der auch das Thema Geld beinhaltet, das Thema Geldanlage. Also auch wie bei Banken und Versicherungen gilt eben hier für die Geldanlagen auch wieder diese klaren Kriterien. Und ich sage es nochmal zum Schluss, es ist wirklich extrem entscheidend, wo man sein Geld hingibt. Ich sage immer, ja, ihr habt vielleicht alle 5 Jahre die Wahl oder was ist, alle 4 Jahre ist Bundestagswahl, glaube ich, oder? Ist alle 4 Jahre, 5 Jahre? Weiß er auch nicht. Alle 4, Mann, ist das peinlich. Guck mal, jetzt habt ihr schon wirklich einen guten Grund, in die Kommentare zu schreiben. Also auf jeden Fall ist dieses Jahr Bundestagswahl, das weiß ich. Aber man hat eben nur alle paar Jahre mal die Möglichkeit, eine Wahl, ob es jetzt eben regional bei euch ist, Landesparlament oder ob es dann die Bundestagswahl ist, dann gibt man mal eine Stimme ab. Ja, und was kann man dann machen mit der Politik? Ihr wisst ja selber, ihr kennt die Problematik so. Aber wo ihr eine wahnsinnig große Wahl habt, ist, sage ich immer, mit jedem Euro, den ihr ausgebt. Das ist wirklich eigentlich so die beste Grundlage für alles, eigentlich, um ein bisschen nachhaltiger zu werden oder stark nachhaltig zu werden, indem man sagt, Geld, das ich ausgebe, hat eine ganz große Wirkung. Das ist der größte Hebel, mit dem man die meisten Dinge bewegen kann. Es ist nun mal so. Das ist das Geld. Ja, ob es uns gefällt oder nicht. Aber man kann es ja positiv nutzen. Und dann immer überlegen, wenn ihr Geld ausgibt, das müsst ihr jetzt nicht bei jedem Euro machen, aber vielleicht auch mal bei größeren Beträgen oder Geld wohin gebt oder wo platziert, ne? Das wäre ja Bank, Versicherung und so etc. Oder eben dann auch hier Geldanlage. Da kann man richtig viel verändern. Das sind ganz, ganz große Hebel, mit denen wir die Welt gemeinsam verändern. Da bin ich übrigens nochmal zum Thema genau Versicherung, da habe ich noch gar nichts gemacht. Nachhaltige Versicherung bis jetzt noch gar nicht. Ich habe mich schon angefangen mit ein paar Sachen zu beschäftigen. Ich habe auch ein tolles Portal gefunden, das ich euch unbedingt, das werde ich euch unbedingt nochmal vorstellen, wo ganz viele nachhaltige Versicherungen gebündelt sind. Und bei Geldanlagen bin ich jetzt gerade erst dabei. Habe ich noch nicht gemacht. Kommt jetzt gerade. Deswegen, also da auch bei dem Thema, ne? Also Bank habe ich schon umgestellt, aber Versicherung, Geldanlage, das kommt bei mir privat jetzt auch erst. Ich weiß da schon eine Weile davon, habe ja auch schon viel darüber berichtet und geklugscheißt, aber selber habe ich es jetzt, mache ich es jetzt dann erst. Ne? Also so viel zum Thema, wir sind ja alle auch nur Menschen, haben noch unseren Alltag und können nicht alles immer richtig machen, jederzeit. Wichtiges Thema, erneuerbare Energien, auch ein sehr leidenschaftliches Herzensthema von mir. Und ich würde zum Beispiel liebend gerne eine PV-Anlage auf mein Dach machen, wenn ich ein eigenes Haus hätte, was ich nicht habe. Ich habe eine Wohnung im 4. Stock, aber es gibt zum Beispiel ein Balkonkraftwerk. Und da werde ich in den nächsten Monaten, dauert noch ein bisschen, auch so ein Balkonkraftwerk tatsächlich mir installieren.
Und da nehme ich euch natürlich mit und werde euch darüber berichten, was das bedeutet. Was ist ein Balkonkraftwerk? Was hat das überhaupt für eine Ausbeute? Wie viel sozusagen kann ich durch einen eigenen Balkon und eine Solaranlage, also so eine Solaranlage am Balkon im Prinzip, meine Energie zu Hause versorgen? Wie viel Prozent kann ich dann wirklich von meinem Energieverbrauch durch das Balkonkraftwerk vergrünen? Gut, ich habe ja schon grünen Strom zu Hause, aber gut, ist eher nur so ein Spaß. Ist nicht wirtschaftlich wirklich so ein Balkonkraftwerk, aber ist cool, um das Thema reinzukommen. Eine PV-Anlage, Solaranlage, die macht wirklich sehr, sehr viel Sinn, wenn man Eigenheim hat. Kann ich auch jedem empfehlen. Und da kann ich euch schon zusichern. Vielleicht schaut ihr das Video ein paar Tage später, ist das jetzt schon online. Da habe ich auch schon mal einen coolen Anbieter gefunden, der eine Solaranlage zur Miete anbietet. Das werde ich mir in einem extra Video auf dem Kanal anschauen. Da könnt ihr mal vorbeischauen. So, jetzt haben wir nochmal so Themen wie Zero Waste, also Vermeidung von Müll. Da hat mich der liebe Max auch hier, mein Producer und Kameramann, darauf hingewiesen. Sag mal, rede doch mal da mal drüber. Da habe ich vieles ausprobiert und vieles hat für mich nicht wirklich funktioniert. Also Verpackungsmüll vermeiden ist natürlich ein ganz wichtiges Thema auch. Einige Dinge habe ich verändert. Die meisten Dinge nicht, und ich habe es ausprobiert und es hat wirklich, es war nervtötend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich noch so ein bisschen am Rumsuchen und es ist einer der schwierigsten Bereiche. Ich weiß, dass es ganz wichtig ist, aber da tue ich mich echt noch ein bisschen schwer. Und da werde ich mich bestimmt auch nochmal mit anderen Menschen unterhalten, die da schon deutlich weiter sind als ich und die mich vielleicht mal ein bisschen aufklären können und euch damit sozusagen dann am Ende auch, was man da machen kann, ohne jetzt irgendwie so krass viel umzustellen, dass es irgendwie ein bisschen unpraktikabel wird oder ungemütlich wird, weil wir sind ja alle schon gemütliche Menschen, oder? Also ich spreche jetzt mal nur für mich. Thema Möbel, was passiert da? Ja, gibt es FSC-Zertifikat, das ist aus meiner Sicht das Mindeste, dass also das aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt, wenn man sich eben Holzmöbel kauft, das ist schon wirklich wichtig. Aber bisher habe ich da sonst auch noch nicht so viel erreicht. Und ich habe mir die Frage gestellt, weil immer wieder heißt es ja, IKEA, sehr viele kaufen bei IKEA. IKEA ist ja so ein zumindest fragwürdiger Konzern, was Steuervermeidung und so Themen angeht. Aber wie nachhaltig ist IKEA eigentlich? Weil ich habe mich schon teilweise ein bisschen informiert, war auch überrascht, was IKEA da alles schon macht. Aber hey, finde ich, wäre ein eigenes Video mal wert, oder? Könnte man mal machen. Aber gut, ihr müsst mir da jetzt ein bisschen Feedback geben. Es ist ein bisschen viel, aber ich brauche da euer Feedback. So, und jetzt haben wir auch eigentlich im Prinzip nur noch vier Themen, die schneide ich ganz schnell an. Pflege und Kosmetik. Da habe ich ein paar Sachen umgestellt, wie Duschgel, Hautcreme, Deo, aber auch ein paar Sachen nicht, wie Shampoo, Zahnpasta und so Haargel, Haarpaste, die benutze ich noch konventionell. Aus Gründen, die ich jetzt hier nicht näher erläutern muss, das muss jeder für sich wissen, das ist auch eine persönliche Sache. Wie gesagt, kann ich nochmal in einem extra Video weiter aufmachen. Ich will euch jetzt aber hier nicht zu viel voll labern und mit zu viel Informationen zu ballern. Es gibt noch den Bereich Technik und jetzt kommen wir zum Beispiel in so Bereiche, ne? Merkt ihr auch, ich habe schon einige Bereiche, da bin ich noch gar nicht nachhaltig. Technik, absolut schwarzes Feld für mich. Ganz, ganz schwieriges Thema. Ich liebe Technik, bin mega Technik-Nerd und Freak und ich kaufe mir am liebsten sofort die neueste Technik, wenn sie rauskommt. Und da muss ich sagen, shame on me an der Stelle, da bin ich überhaupt nicht nachhaltig. Weil Technik nachhaltig zu kaufen, geht eigentlich nicht neu. Es gibt Green IT, es gibt Möglichkeiten, auch gebrauchte Technik, Wiederverwertung, und da gibt es Möglichkeiten. Aber wer den neuesten, heißesten Scheiß kaufen will, der ist nicht nachhaltig. Es gibt ein Unternehmen, das sich sehr, sehr viel Mühe gibt in der Nachhaltigkeit, das ist Apple. Also ich habe im Prinzip sehr viele Apple-Produkte, aber ich würde nicht davon sprechen, dass Apple jetzt ein grünes, nachhaltiges Unternehmen ist. Es ist ein Unternehmen, das wie alle Technikunternehmen unfassbar viel Müll und Dreck und Umweltverschmutzung generieren. Das muss man an der Stelle, mir blutet das Herz, aber es ist halt einfach so, ja, im Prinzip für verantwortlich ist. Und Apple ist halt das Unternehmen, das sich gerade sehr viel Mühe gibt. Da gibt es aber bestimmt auch andere. Aber wie gesagt, ganz, ganz schwieriges Feld. Für mich noch so ein böses schwarzes Loch und das schiebe ich für mich noch so nach hinten, versuche die anderen Bereiche zu machen. Also ne, ich sage euch das so ganz ehrlich, weil das bringt ja nichts. Ja? Ich stelle mich jetzt hier nicht hier hin und sage, ja, ich bin der grüne Hampelmann und erzähle euch, wie die Welt funktioniert. Ja? Also das mache ich bestimmt nicht. Es gibt auch Bereiche, da tue ich mich mega schwer. So, jetzt werde ich Papa in ein paar Wochen und kann da euch auch, wenn ihr wollt, von einigen Sachen berichten. Ich bin noch nicht komplett durch, aber ich kann schon aus ein paar Dingen erzählen, wenn man Papa oder Mama wird, was man da machen kann im Nachhaltigkeitsbereich. Da gibt es tatsächlich schon einige Sachen,
Auch Stichwort Windeln und so. Also wollt ihr das überhaupt hören? Habt ihr da Lust auf so ein Thema? Ich will euch damit auch nicht nerven. Aber das Thema Kinder und Familie finde ich persönlich unglaublich wichtig. Was kann man da tun? Spielzeug etc. Auch Klamotten für Kinder, Kleidung für Kinder. Und natürlich auch Pflegemittel etc. Gut. Ihr habt es, denke ich mal, verstanden. Schreibt mir, ob ihr da mehr dazu hören und sehen wollt. Und das letzte Thema nochmal, gut, damit wir es auch ein bisschen komplett haben, das Thema Haushalt allgemein, also Putzmittel etc. Da auch teilweise echt gute Erfahrungen gemacht und schon viele Sachen umgestellt, aber auch teilweise wirklich absoluter Horror. Also ich habe jetzt schon das dritte nachhaltige Waschmittel durch und das stinkt wie Hölle. Also für mich. Ich bin da super empfindlich, was die Nase angeht. Und wenn dann deine Klamotten nach dem Waschen eklig stinken oder hart sind, geht für mich gar nicht. Andere Freunde von mir sagen, oh, sie haben tolle Waschmittel jetzt gefunden etc. Das gehört übrigens auch zum Thema Nachhaltigkeit dazu. Um das jetzt am Ende eigentlich auch schon abzurunden, das Video. Man muss echt viel rumprobieren. Also es ist nicht so, dass man dann sagt, hey, ich mache das jetzt, ich habe jetzt hier so ein tolles neues Putzmittel und da steht jetzt Öko drauf und es ist Bio und alles cool und dann habe ich das und jetzt ist das Thema gelöst. Das ist leider auch, das gehört mit dazu, das Negative in der ganzen Geschichte. Das heißt also, man kauft auch mal falsch, macht Fehlkäufe. Und das kostet auch manchmal Geld, weil die nachhaltigen Sachen sind ja auch nicht immer die günstigsten. Ganz im Gegenteil, mehr als das Konventionelle in der Regel. Und dann tut es auch mal weh. Dann kauft man mal falsch und dann hat man mal einige Euros versenkt. Und dann ist man auch mal ein bisschen frustriert. Und dann sagt man, ach, scheiß auf den ganzen Mist. Ich habe keinen Bock mehr. Ich kaufe wieder mein altes Waschmittel. Und dann vergeht eine Zeit und dann probiert man es nochmal neu. Und das Schöne, und das kann ich euch sagen, das Positive an der ganzen Sache ist, in der Regel, wenn man nur ein bisschen rumprobiert, man findet dann seine Sachen. Und irgendwann hat man dann so seine Dinge zusammengefunden. Für jeden gelten ja auch andere Sachen. Es kann ja auch sein, dass ich ein Waschmittel ausprobiert habe, das für mich stinkt, nachhaltig ist und für euch super cool ist. Und das ist ja auch so in der Auseinandersetzung mit Freunden etc. Also deswegen bleibt ganz entspannt. Schickt mir wirklich bitte Feedback, ich brauche das ganz dringend in den Kommentaren und sagt mir, zu welchen Themen ihr total interessiert seid, bei welchen Themen ihr nicht interessiert seid und was ihr vielleicht denkt zu den einzelnen Bereichen. Und was habe ich jetzt vergessen? Na, da könnt ihr mich bestimmt auch noch ergänzen zu Themen, die hier noch unbedingt einen Platz finden müssen. So, da habe ich euch jetzt, glaube ich, mal ordentlich was hingeschmissen. Aber ich denke mal, da hat man jetzt auch bestimmt noch einiges mitgenommen, wenn man mal so zum Nachdenken kommt. Also jetzt könnt ihr auch mal wieder ein bisschen euer Kopf entleeren und sagen, okay, gut, ich habe jetzt mal so ein bisschen verstanden, was kann man da so machen, was sind so die Bereiche. Bitte jetzt nicht denken, das müsst ihr jetzt alles machen, das ist keine Checkliste oder sowas. Ja, am besten, wirklich, das meine ich jetzt ernst an der Stelle, das ist kein Abonnenten irgendwie einfangen, sondern abonniert doch wirklich den Kanal und dann bringe ich euch in wirklich einzelnen Videos immer mal wieder so Inspiration und Motivation, was man da tun kann und teile meine Erfahrung mit euch und diesen ganzen Mist, den ich gemacht habe, der nicht gut ist, den könnt ihr euch eigentlich ersparen durch meine Tipps. So würde ich es ein bisschen sehen. Ne? Dann lasst mich doch einfach die Dinge mal versemmeln. Das ist das praktisch. Und dann kann ich das aber mit euch teilen und dann müsst ihr es nicht alle auch nochmal machen. Sondern dann kriegt ihr praktisch nur noch so das Best-of aus all diesen Themen und könnt dann wirklich viel einfacher euer Leben umstellen. Ist das nicht ein guter Deal? Ich finde das sehr, sehr fair. Ja, ich hätte es mir gewünscht, dass jemand mir an der Stelle so geholfen hätte. Also, macht's gut, bleibt gesund, bleibt glücklich und bis bald.